Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Wir wollen uns nämlich jetzt mal angucken, was ich die Woche so an Gold gemacht habe, was ich so eingenommen habe, beziehungsweise auch die Woche mal wieder, was ich so ausgegeben habe. Das kann ich gleich schon mal verraten. Ich habe auch wieder einiges an Gold. Ich hätte jetzt gern gesagt investiert, aber eigentlich eher ein bisschen gewastet. Aber der eine oder andere wird das wahrscheinlich schon gestern gesehen haben. Ich habe nochmal ein Waste of Money Video gebastelt, wo es um Gold ging. Und da könnt ihr gerne reinschauen, wenn es euch genau interessiert. Und jetzt gucken wir mal so grob an, wie es aussieht. Unter anderem bin ich jetzt auch gut am Transmog Farmen. Nicht um es jetzt viel zu verkaufen, sondern halt hauptsächlich um selber so ein bisschen Transmog fertig zu machen. Bin da gerade ein bisschen dran aufzustocken. Hier, wie dieses All the Things Addon kennt, seht es. Also ich bin da schon ein bisschen dran und dabei fällt aber auch nebenbei viel Transmog-Zeug ab, was ich verkaufen kann und dementsprechend bin ich da auch so mit einem Bein im Markt drin, werde ich aber gleich nochmal später drauf eingehen. So, jetzt schauen wir erstmal an, wo wir goldtechnisch liegen. Dazu haben wir ja immer schon eine schöne Tabelle uns hier gebastelt. Und zwar sind wir mittlerweile bei Woche, jetzt müssen wir mal gucken, Woche 11 müssten wir sein. Und ja, wer das jetzt schon länger verfolgt, ich habe ja die ersten paar Wochen relativ gut aufgebaut. Da waren wir bei 3, 4 Millionen. Jetzt sind wir immer so bei 1 Million noch. Der Markt ist ein bisschen abgeschöpft, hauptsächlich auch von Boosting-Sachen, die ich verkaufe. Wird es ein bisschen weniger, aber wir lagen bis jetzt immer über 1 Million. Das muss ich mal schauen, ob wir das die Woche auch wieder schaffen. Könnte knapp werden. Ich habe einmal hier 17 Millionen dann ausgegeben für den blauen Spektraltiger. Den epischen hatte ich schon. Und die Woche habe ich auch nochmal 1 Million ausgegeben. Das habe ich jetzt hier schon mal. Diesmal habe ich es vorbereitet, um nicht wieder die gleiche Blamage zu haben wie bei den letzten Videos. Und zwar habe ich 1 Million ausgegeben für viele Rezepte, die mir noch gefehlt haben. In Schmiedekunst vor allem. Und es waren, glaube ich, nicht ganz. Es waren 900.000 und ein paar Zagte. Aber ich habe jetzt auch noch mal einiges an Transmog im AH gekauft. Also wir kommen auf etwa über 1 Million. Genau kann ich es euch nicht sagen. Aber ich habe jetzt etwa mal 1 Million angesetzt. Genau. Das habe ich jetzt schon mal bereinigt hier. Und da können wir dann quasi unsere neuen Daten von heute eintragen. Das letzte Mal war ich bei 8,6 Millionen overall auf dem Account, minus der Millionen sind wir etwa bei 7,6. Jetzt gucken wir mal, was wir quasi so noch eingenommen haben. Kleine Randinformation, die Rezepte, die ich gekauft habe, sind auch viele dabei, wo man potenziell Gold machen kann. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt hier im TSM reingehe und dann hier auf Gathering Reports gehe, dann kann ich theoretisch hier auch nach Items sortieren, die einen gewissen Gewinn haben. Und ich glaube, das habe ich mir zum Beispiel unter anderem gekauft. Todeslied war, glaube ich, eins von den Items, die ich mir geholt habe. Hätte man theoretisch auf Antonidas hier einen Gewinn von fast 300.000. Teufelstahlschlägel, den habe ich mir, glaube ich, auch geholt. Die Kampfaxt meine ich auch. Hand der Ewigkeit, die habe ich mir, glaube ich, auch geholt, die sehr, sehr cool aussieht. Wobei, die hat, glaube ich, das gleiche Model wie ein Item aus AQ bzw. von dem World Boss aus Classic, habe ich gesehen, weil ich da jetzt ein bisschen Transmog gefahren habe. Also theoretisch kann man sich das Transmog da auch holen. Ich habe mir nämlich nur gedacht, das sieht nämlich ziemlich nice aus, die Transmog-Waffe habe ich noch nirgends gesehen, aber die gibt es theoretisch auch anscheinend aus anderen Quellen. Wobei jetzt hier anscheinend das als anderes Transmog zählt. Okay, also theoretisch könnte man mit solchen teuren Rezepten, die ich mir hier gekauft habe, auch Gold machen. Wobei, man muss immer rechnen, das sind natürlich Items, die in einem hohen Preissegment liegen. Man hat auch hier, seht ihr, ein bisschen was an Herstellkosten. Und dementsprechend kann es halt sein, dass man das Zeug über Monate, über ein halbes, dreiviertel Jahr nicht verkauft bekommt. Das muss euch bewusst sein. Deswegen, ich stelle das nur nicht her. Ich bin am Überlegen, ich habe mir jetzt diese ganzen Rezepte gekauft und bin am Überlegen, hey, steige ich da ein? Die Rezepte habe ich jetzt aber nicht geholt, um Gold zu machen, sondern einfach, um hier mein, ich kann euch das auch mal zeigen, um hier quasi in den alten Sachen, also Classic fehlt mir jetzt nur ein Rezept, in Burning Crusade habe ich jetzt alle Rezepte, um einfach das fertig zu haben, weil ich es komplettisieren will. Das war jetzt nicht aus einer Goldperspektive, aber natürlich kann man es aus einer Goldperspektive nehmen und eigentlich wird es jetzt Sinn machen, da ich mir teuer die Rezepte gekauft habe, dass ich es vielleicht auch ein bisschen was crafte. Werde ich wahrscheinlich demnächst mal machen und dann können wir das auch gerne in der Videoserie so ein bisschen beobachten, ob sich sowas verkauft oder ob sich sowas nicht verkauft. Genau. So viel zum Vorgeplänkel. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir so gemacht haben. Also ich bin bei
3.691.000 Gold bei meinem Main-Char. Wenn wir jetzt mal hier gucken, ich müsste noch bei 2,8 Millionen sein. Also ich habe auch mit dem jetzt ganz gut noch was Plus gemacht, obwohl wir so einen Haufen gekauft haben. Heißt, ja, wir haben jetzt knappe 800.000 durch Bußgeschichten eingenommen. 1 Million haben wir rausgeschmissen. Ich denke mal, wir wären aber dennoch mit jetzt den Sachen, die ich mal verkauft habe, wieder im Plusbereich sein. Was habe ich die Woche so geboostet? Ich glaube, ich habe einen für Freehold gehabt. Dann habe ich ein paar Mal hier in der Arena drüben im Boralos die Kills geboostet. Dann, was habe ich noch so gemacht? Bienenmounts habe ich ein paar verkauft. Und solche Geschichten, ja. Im Einzelnen, ich schreibe mir das immer nicht so auf. Genau, ich habe viele Inseln gemacht. Stimmt, ich habe. Boah, wie viele PvP-Insel habe ich gespielt? Ich glaube, ich habe an einem Tag habe ich allein 500.000 Gold gemacht, weil ich X Inseln geboostet habe. Ich verkaufe PvP-Inseln, die Wins. Und da ich fast solo die PvP-Inseln gewinne, ist das recht lukrativ. Ich glaube, ich habe 10 Inseln am Stück gewonnen, was ja immer so ein bisschen risky ist, weil ich habe immer einen, den ich booste quasi. Und dann ein Random, den ich mir dazu lade. Und klar, wenn die Gegnergruppe sehr stark ist, dann kannst du auch mal verlieren. Aber ja, PvP-Inseln laufen bei mir. Die spiele ich auch ehrlich gesagt ganz gern. Ja, gut, jetzt schauen wir mal im Postkasten rein, was wir da drin haben. Ehrlich gesagt, die Woche ist wieder besser gewesen. Hier sind 125k drin. Ihr wisst ja, die letzten 2 Wochen, die waren extrem schlecht berufetechnisch. Da habe ich, glaube ich, bei manchen Berufen nur 10, 20k rausgeholt. Jetzt läuft es hier wieder ein bisschen besser. Was ich aber sagen muss, hier ist ein Geschirr drin, das ich mir als Schmied auch herstellen kann. Habe ich mir nicht hergestellt, sondern hat mir einer geschenkt gehabt, weil ich ihm ein paar Tipps für was gegeben habe. Und dann hat er mir das einfach geschenkt. So, danke nochmal an der Stelle. Das könnte ich theoretisch auch durch Schmiedekunst herstellen. Und da bin ich überlegen, ob ich in den Markt einsteige. Das hat sich relativ schnell verkauft. 30.000 Gold ist es wert. Da braucht man aber, glaube ich, aber das Blut von Sageras. Okay, das ist wahrscheinlich. Ah, das heißt hier anders natürlich. Das Item, das man dann verkauft, heißt anders als das, was man craftet. Man braucht halt diese Dämonen-Stahlbarren, die relativ teuer sind, aber wahrscheinlich, wenn man das Erz selber umwandelt, dürfte es günstiger sein. Hier diese Bälge, die man, glaube ich, von diesen World Quest bekommen hat als Lederer. Und das ist, glaube ich, vom Schmied oder vom Bergbau. Oder was vom Bergbau? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Nee, also ich glaube, das war dann vom Kirschner und das vom Bergbauer. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Da gab es so World Quest, wo man das Zeug gekriegt hat. Also mit verschiedenen Chars mit Berufen kann man das relativ leicht farmen. Die Barren, die musste man, glaube ich, umwandeln. Das müsste eigentlich auch gehen von den Preisen. Das Einzige, was halt ein bisschen beschissen ist, herzubekommen, ist das Blut von Sageras. Da braucht man halt 50 Stück für. Und das Ding verkauft sich hier auf Antonidas das etwa so für 30k. Für sowas habe ich es quasi auch verkauft. Und ihr seht auch, Region Market Preis ist hier sehr, sehr nah zusammen. Man müsste halt bloß gucken. Also, was hat man denn hier? Ah, ja, gut. Die minimal, maximal 60k sogar. Okay. Ja, auf manchen Servern vielleicht sogar einen Ticken besser, was es sich verkauft. Ja, Blut von Sageras, wo könnte man es herbekommen? Ich bin ja immer so ein bisschen auch am Überlegen, wo man optimieren kann. Und zwar gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Hier unten auf der Insel gibt es oft so Quests, wo man auf einmal 10, 12 bekommt, hatte ich gesehen. Und über die Ordenshalle, da können wir auch mal reinschauen, über die Ordenshalle. Da gibt es auch oft Missionen und theoretisch könnte man das auch passiv nur über die Missionen nebenbei machen. Da muss ich mal gucken, vielleicht steige ich in den Markt ein. Gut, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Jetzt nehmen wir das Gold auf jeden Fall schon mal raus. Also hier haben wir 125k über Leder- und Schmiede-Items. Ihr seht ja, manche Waffen können wir hier tatsächlich noch für 10k verkaufen, aber der Großteil von dem Zeug ist tatsächlich so im 2k-Bereich, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt, ja. Wobei ich da natürlich sagen muss, Antonidas ist ein relativ schlechter Server, was einfach Dings angeht, was einfach ja, das Gold angeht, was man für Aha-Sachen bekommt. Vor allem bei Berufen ist es relativ schlecht. Schau, jetzt werden wir hier einmal mal resetten, einmal Neustart machen, sonst müssen wir jetzt 45 Sekunden warten, das will ich jetzt ungern. Und dann schauen wir mal, was wir noch rausziehen. Wir müssen uns halt jetzt die 125k quasi merken. Ich bin auch so ein bisschen am Überlegen,
ob ich allgemein, also nicht nur bei Schmied, Waffen herstelle, sondern auch bei Lederer habe ich ja auch viele Rezepte, die jetzt vielleicht ein bisschen seltener sind, ob ich da versuche, ein paar Leder-Items herzustellen, also alte, so Transmog-Sachen, um da ein bisschen Gold zu kommen. Wir können da halt noch bei meinem Transmog-Char reinschauen. Der hat jetzt mittlerweile, glaube ich, 1000 Items im AH und es verkauft sich halt einfach sehr, sehr langsam. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Soll ich da jetzt Zeit, soll ich da jetzt quasi Ressourcen rein investieren? Man muss immer sehen, bei diesen alten Transmog-Sachen muss man teilweise auch was selber farmen, weil nicht alles im Auktionshaus ist. Genau, jetzt schauen wir mal rein, was wir hier noch haben. Nochmal 20k. Das können wir jetzt noch rausnehmen. Also sind wir bei 145k durch Schmied und Lederer. Das ist doch ganz ordentlich. Da kann ich jetzt nicht motzen, muss ich ehrlich sagen. Und wir sind bei 3,8 Millionen jetzt hier wieder. Also sprich etwa bei dem Wert sogar ein bisschen mehr, als wir waren, bevor wir für die Rezepte Gold ausgegeben haben. So, das ist aber nicht mein einziger Account. Ich habe noch einen zweiten. Und zwar bin ich jetzt hier gleich mal auf meinem Transmog-Char und ihr seht, der hat ziemlich viel Mist drin. Und vor allem, ich habe die ganzen Thorium-Barren verkauft für einen elendig niedrigen Preis, aber ich habe das Zeug einfach nicht losbekommen und bevor es mir das Inventar verstopft, habe ich es jetzt einfach rausgehauen. Ihr seht halt, ein Gold für einen Barren. Da habe ich mal gedacht, ich kann einen Haufen Gold machen, investieren ein bisschen was. Ging nach hinten los, werdet ihr immer mal wieder haben, dass ihr quasi da auch miese Geschäfte macht. Aber ich habe da nicht viel verloren. Ein paar hundert Gold habe ich verloren. Also ich habe die vielleicht für 2 Gold pro Ding eingekauft und habe die jetzt für ein Gold wieder weggehauen. Ich dachte bei dieser Koras Rache, dass ich ordentlich was machen kann. Und der Rest hier ist ziemlich viel klein, Krimsel, Kramsel. Also das ist alles jetzt nicht sonderlich viel wert. Ach, was ich vergessen habe, wir können jetzt gleich, während wir hier nochmal warten, den Betrag eintragen. Und zwar, ich ziehe das jetzt mal kurz hier rüber, dass ich das vernünftig eintragen kann. Wir sind bei 3.837.000. Haben wir das schon mal eingetragen vom ersten Account, beziehungsweise besser ist eigentlich, wenn wir hier oben den Betrag eintragen, da ich auch oftmals Gold rüberschicke zu einem Twink-Char quasi, um einfach Expulsum zu schaffen. Und das habe ich die Woche tatsächlich auch relativ gut gemacht. Nicht gut gemacht, dass ich es gut hingekriegt habe, sondern ich habe relativ viel Expulsum gestaffelt, vor allem auf Blackmore. Ich glaube, ich bin bei dem einen Schalz bei 700, 800 Expulsum, also doch einiges. So, jetzt schauen wir hier mal rein, was hat der Transmog-Char noch so? Nochmal 27k, ist jetzt ehrlich gesagt dafür nicht sonderlich viel. Was haben wir hier verkauft? Irgendwelche Stiefel des Nebelpirschers, das klingt ganz gut. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Transmog-Teil. Hier haben wir irgendeinen Plattengurt verkauft, auch Transmog. Irgendeine linke Hand haben wir noch verkauft. Ein Bärenjunges, das ist ein Pet. Und der Rest ist Kleinkram. Wenn wir jetzt aber gucken, was der overall im Auktionshaus hat, sind es wirklich 1000 Items, die ja einen Wert, denke ich mal, viele von 4, 5, 6K aufwärts haben, manche auch deutlich höher. Und dementsprechend, wenn ich das Zeug verkaufen würde, dann wäre das natürlich ein enormer Goldwert. Wenn wir jetzt hier mal schauen, also ich habe hier drin Items 1050. Ah, schau mal, ich habe irgend sowas schon verkauft. Ich habe eben alles eingestellt, aber wahrscheinlich haben wir nicht. Ich habe ein einziges Item gerade verkauft. Wenn wir jetzt mal hier reingucken, das sind halt sehr, sehr viele so Transmog-Items, die ich jetzt aus Burning Crusade Classic-Bereich bekommen habe. Auch Rezepte, wo ich selber halt Sachen gefarmt habe. Ne? Und wenn wir jetzt hier reingucken, mein TSM stellt leider nicht alles richtig ein. Manche Sachen, die selten drin sind, die haust für extreme Preise rein. Ihr seht, hier sind x Sachen für Goldcap drin. Deswegen, falls sich der eine oder andere fragt, was hast du für einen Volumen im Auktionshaus, könnte ich euch jetzt sagen, das sind 148 Millionen. Bringt euch aber nichts, weil halt ein paar Items falsch eingestellt sind und die dann für Cap drin sind, das verzerrt halt das alles. Aber theoretisch, ich denke mal, realistische Preise, was ich Zeug drin habe, sind auch mehrere Millionen an Wert an Transmog, aber ihr wisst alle, Transmog verkauft sich halt sehr langsam, wenn es überhaupt weggeht. Genau, dann schauen wir mal weiter und zwar zu meinem Schneider-Char. Mit dem habe ich ja auch noch VZ, wo ich quasi nicht nur die Schneidersachen verkaufe, sondern ich verkaufe auch die Splitter. Mit dem bin ich auch mal ein bisschen am Schaffeln. Jetzt aktuell tatsächlich nicht so viel, weil ich allgemein nicht so viel auf Antonidas verkaufe. Beziehungsweise vor allem im Schneiderbereich sind die Preise halt relativ niedrig und die Stoffpreise haben angezogen. Ne? Und was ich vielleicht vorher nicht erwähnt hatte,
mit 8.3, der jetzt vor der Tür steht, ist es ja so, dass man 400 Items herstellen kann. Also die ganzen Sachen, die man jetzt 370er Item Level herstellen kann, kann man dann 400er Item Level herstellen. Das hatte ich ja auch schon in meinem Beruf-Video zur Vorbereitung auf 8.3 gesagt. Und dementsprechend, gehen A, die Preise hoch von den Stoffen, also von den Erzen und dem Leder. Ich habe das gemerkt, teilweise das Leder kostet jetzt 30 Gold pro Stück hier auf Antonidas, die Erze über 20. Ne? Das war halt schon mal unten bei, das war auf 8 Goldenerz oder noch weiter unten. Ne? Und auch die Pflanzen gehen hoch. Also hier haben wir nur relativ wenig verkauft. Ihr seht, die Stoffpreise von den Items sind auch ziemlich tief unten und dementsprechend habe ich jetzt auch hier nichts restockt. Ne? Also ich habe nur relativ wenige Items drin. 15k haben wir hier lediglich gemacht. Das ist jetzt nicht sonderlich prickelnd, wenn ihr das mit den 145k oder 150k, was ich jetzt mit Lederer und Schmied gemacht habe, vergleicht. Ne? Also das ist schon relativ wenig tatsächlich. Ich würde euch jetzt raten, die Restposten, die ihr noch habt, einfach mal zu verkaufen über die nächsten 1,5 Wochen und dann die neuen Items herzustellen, also die 400er. Vom Gear-Aspekt werden halt die wenigsten Leute sich dann noch die 370er-Items holen, die komplett die gleichen Mattkosten haben wie die 400er. Also theoretisch müssten die 400er-Items genauso viel kosten wie die 370er, weil sie wirklich zu 100% die gleichen Mattkosten haben. Ich habe mir das auf dem PT angeguckt. Deswegen versucht die 370er noch loszuwerden. Klar, ist das ein oder andere 370er-Item wird da vielleicht danach noch verkauft werden, weil es Leute gibt, die nicht so clever sind oder die es kaufen wegen Transmog. Ich glaube, die sehen ein bisschen anders aus. Aber wer das bis jetzt noch nicht für Transmog gekauft hat, der wird es wahrscheinlich in der kurzen Periode danach nicht gleich kaufen. Also deswegen würde ich euch eher empfehlen, jetzt nichts zu restocken, das Zeug loszuwerden und dann quasi die 400 Items einmal zu craften. Und da ist natürlich gut, wenn ihr da noch ein paar Ehrenabzeichen rumliegen habt. Habt ihr aber eh, weil ihr wahrscheinlich mein Video gesehen habt, wo ich euch das geraten habe. So, jetzt haben wir hier den Char, mit dem ich die 400 Trinkets verkaufe. Und ihr seht, ich habe auch nochmal einige im Inventar. Die habe ich gerestockt, denn es gibt auf dem PTR keine neuen Trinkets, die 415 oder irgendwas sind, sondern die bleiben auf 400er Item Level und es gibt quasi nichts Neues. Dementsprechend werden das die besten Trinkets bleiben, die man craften kann. Und dann habe ich halt gleich mal wieder ein paar hergestellt. Hier haben wir jetzt auch ganz gut was an Gold gemacht. Die Trinkets sind auf Antonidas wieder ein bisschen hochgegangen. Die waren ja zeitweise auf 1400, 1500 Gold, was das absolute Minimum ist, um überhaupt irgendwo im Gewinnbereich zu sein. Also unter 1400 macht ihr eigentlich Verlust mit jedem Trinket. Genau. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Plus gemacht, 84.000, fast 85.000, jetzt liegen wir bei dem Inschriftenchar schon mittlerweile bei 1 Million. Ihr wisst, am Anfang habe ich dem einmal 50k gegeben und da haben wir jetzt 1 Million draus gemacht, klar über einen Zeitraum von über 10 Wochen, aber mit einem Zeitaufwand von, keine Ahnung, also wenn ich einlogge, reposte, also Cancel Scan mache, reposte, dann sind es 2-3 Minuten, ja, plus dann noch neue Trinkets craften. Also das ist tatsächlich minimaler Aufwand, den ich jetzt mit dem habe, weil das sind 4 Trinkets, die ich herstelle und das, die Schildhand ist es, glaube ich, in dem Fall. Also wirklich gar kein Stress. Was bei anderen Berufen ein bisschen länger ist, bei Schmied, Lederer, da gibt es ein paar mehr Items, die du herstellen musst, aber das ist jetzt auch nicht der große Aufwand. Ich bin übrigens am Überlegen, ich habe ja mit dem Main, das kann ich euch gleich mal noch zeigen, habe ich ja noch hier 679 von den Ehrenabzeichen. Die braucht ihr ja, um auch dann die neuen Rezepte kaufen zu können. Also sprich die 400 Item Level Rezepte, um dann den zweiten und dritten Rang zu holen. Und wenn ihr alle Berufe auf einem Server habt, also auch die, die nicht so nützlich sind wie Schmied und Alchi und hin und her. Also wenn ihr diese ganzen, obwohl ich glaube von Alchi gibt es gar nichts, was ihr für Ehrenabzeichen holen könnt. Also wenn ihr auf jeden Fall, wenn ihr alle Berufe auf einem Server habt und die einmal alle Rezepte auf wieder Max haben wollt, müsst ihr etwa rechnen mit 200 Abzeichen. Ein bisschen weniger als 200 sind es. Ja? Und dementsprechend habe ich ja Blackmore und Antonidas, wo ich fast alle Berufe habe. Also kann ich schon mal 2×200, also 400 grob rechnen. Und jetzt habe ich aber nochmal 180 oder 280 dann über. Also ich könnte theoretisch noch einen Server versorgen und ich bin gerade im Überlegen, ob ich expandieren soll mit Berufen auf noch einen weiteren Server. Ja. Und ja, da bin ich am Schauen, ob ich auf Lothar gehe, auf Blackmore, auf Lothar Erida oder Equin oder ob ich mir 2 Server von denen aussuche und nur ein paar Berufe anbiete. Da muss ich mal noch gucken. Man muss aber sagen, was zeitintensiv ist,
ist ganz ehrlich das Expulsum-Shuffeln. Das kann ich ganz bequem auf dem zweiten Account machen, aber wenn man natürlich keinen zweiten Account hat und das aktiv macht, dann ist das natürlich schon eine zeitaufwendige Sache. Und da bin ich so ein bisschen überlegen, ob sich das rentiert. So, jetzt bin ich auf Blackmore auf meinem Schmiede Lederer-Char und ihr seht, der hat richtig gut abgecasht, 172. Ach so, ihr seht das nicht, weil der Postkasten da vor ist. Hier seht ihr 172.000, fast 73.000. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf Blackmore sind die Preise hier höher. Ich würde im Schnitt sagen 3, 4K eher. Klar, du hast ein paar Ausreise hier mit 800 Gold für irgendwelche Kettensachen, aber die meisten sind hier 5, 4.000, 7.000 mal 12.000 sogar dabei. Da kommt schon ganz gut was rum. Das können wir jetzt einmal rausnehmen. An der Stelle. Ja, und auch auf Blackmore habe ich ein bisschen aufgerüstet. Mit dem habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viel. Also ihr seht hier 46. Aber auf meinem anderen Char, wo ich halt auch Sachen crafte, haben wir jetzt hier knappe 700 Expulsum. Mein Ziel ist es ja, sobald sobald der Patch da ist, dass ich mit den ganzen Chars, wo ich was crafte, mit jedem 1000 Expulsum habe. Das dürfte nämlich halt erstmal eine Weile reichen und dann muss ich mir halt keine Gedanken machen, wenn ich jetzt hier ja im neuen Patch bin, quasi viele Sachen wieder machen kann, sei es Achievements, sei es Mounts, Pets, Toys, diese ganzen Collectible-Geschichten, an denen ich ja dran bin, auch natürlich den Chargieren und Raiden und hin und her, da ist man ja gut ausgelastet, dann hat man vielleicht nicht so viel Zeit zu sagen, hey, jetzt muss ich hier Expulsum schaffen oder Wills schaffen, um wieder neue Items herstellen zu können. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen jetzt noch bis zum Patch alles wegzukriegen. Ich war auch am Überlegen, ob ich mir, das wird sich vielleicht auch der eine oder andere fragen, ob ich mir quasi ja so ein bisschen die Materialien horte und pre-stack. Das Problem ist, ich hätte das machen sollen vor 2 Monaten. Würde ich jetzt mal sagen, da waren die Preise mal sehr niedrig. Jetzt sind sie relativ hoch. Wenn ihr bis jetzt noch keine Items oder keine Erze, Kräuter, was auch immer ihr zum Craften braucht, auf der Bank gehortet habt, dann würde ich euch nicht raten, das jetzt noch zu machen. Die Preise, also zumindest auf den Servern, wo ich aktiv bin, sind gerade relativ hoch. Und ich schätze, dass jetzt viele Leute die Vorstellung haben, die Preise werden immer höher gehen und immer höher gehen. Und das treibt das so ein bisschen hoch. Ich glaubt, die werden gar nicht so krass explodieren, weil es halt einfach diese alten Mats sind, die dementsprechend schon die ganze Zeit vorhanden sind. Und ich denke mal, viele werden darauf spekulieren, sie haben jetzt gehortet und machen dann einen Gewinn, werden dann quasi den Markt fluten, wenn der Patch kommt. Und dann könnte es sein, dass die Preise gar nicht so krass weiter hochgehen. Ja? Meine Spekulation kann natürlich auch komplett falsch liegen. So, jetzt habe ich den zweiten Char auch auf Blackmore. Mit dem verkaufe ich Schneider-Items und ich verkaufe mit dem auch die Trinkets. Und die Trinkets, die sind hier sehr unterschiedlich. Manche habe ich hier für 2-3K verkauft. Dann sind wir zwischendrin mal wieder welche bei 1-6, was nicht so geil ist. Aber was hier ganz gut ist, hier sind die Schneider-Items höher. Teilweise eine Hose für 10K verkauft. Ja, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier habe ich auch ein paar von diesen Companion verkauft, Folianten. Die liegen auf Blackmore deutlich besser als auf Antonidas. Auf Antonidas hast du da kaum eine Gewinnspanne, deswegen mache ich es schlichtweg nicht. Hier auf Blackmore tatsächlich, ja, mache ich damit auch Gewinn. Und dementsprechend habe ich da noch ein bisschen was gecraftet. Alleine hier haben wir 162.000 Gold drin. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen was ausleeren. Und mal gucken, ja, da hier oben kommt dann noch mal einiges. Ich habe noch ein paar mehr Items drin, wie ihr gerade seht. Also da müssen wir gleich dann noch mal refreshen. Ich muss sagen, man sieht deutlich einen Unterschied zwischen Blackmore hier und einmal dann dementsprechend auf Antonidas. Mich würde interessieren, wenn ich jetzt noch mehr Server quasi mit aufnehme, da ein bisschen mehr so ein kleines ja so ein kleines Marktsystem aufbaue, ob es dann von einem kleinen Server zu einem großen Server deutliche Unterschiede geben würde und wie die Verkaufszahlen sind. Ne? Ich bin natürlich jetzt hier verwöhnt. Ihr seht, ich verkaufe auch tatsächlich einige Items, obwohl ich jetzt nicht zigmal reposte am Tag. Also meistens beschränkt sich auf ein, zweimal reposten, was eigentlich schon zu wenig ist. Vor allem jetzt, wo ja auch die Feiertage sind, ich Urlaub habe, könnte ich deutlich öfter reposten. Ich vergesse es halt einfach, ne? Beziehungsweise bin zu faul. So, da haben wir nochmal 12K drin. Dann haben wir jetzt mit dem hier 175K gemacht. Ja, ich denke mal, auf Blackmore lief das deutlich besser. Die anderen Server, wo ich ja auch teilweise Items verkaufe, zeige ich euch jetzt nicht, weil ich da nichts Interessantes großartig habe. Da habe ich die Sachen schon ausgeleert und das sind auch nur mal Kleinbeträge, die ich da quasi verkaufe. So, wir haben jetzt auf dem zweiten Account
5.335.000, das tragen wir jetzt ein. 5.335.000. Und ja, damit haben wir die Woche theoretisch 1,5 Millionen plus gemacht. 1,5, also 1.563.000. Da sind aber die 1 Million, die ich quasi ja, ausgegeben habe, rausgerechnet, ne? Also ich habe halt, wenn wir das noch abziehen, die Millionen, dann haben wir 500.000 plus gemacht, obwohl wir 1 Million investiert haben. Ist eine nette Geschichte, kann man sich jetzt, denke ich mal, nicht beschweren. Neuer Stand ist damit 9,1 Millionen. Ihr wisst, ich bin so ein bisschen drauf ab, mir das letzte Kartenspiel Mount zu holen. Das wird nochmal richtig teuer. Da brauche ich nochmal etliche Millionen mehr. Das ist das Magic Rooster Egg, also eins der teureren Kartenspiel-Mounts und dementsprechend auch das letzte, was mir dahingehend fehlt. Klar, man kann sich auch noch ein paar andere TCG-Sachen, die mir jetzt auch noch fehlen, wie Toys zum Beispiel, über Gold holen und andere Geschichten wie Transmog, was auch sehr teuer sein wird. Aber ja, Transmog vor allem bin ich halt immer so ein bisschen dran, so nach und nach aufzukaufen. Scanne dann immer wieder das Aha nach den günstigsten und deswegen habe ich auch bestimmt die fast 100k jetzt die Woche für Transmog auch ausgegeben, aber ja, solange ich immer noch genug reinhole, geht das, glaube ich, recht gut klar. Ja, dann war es das eigentlich soweit von dem, was ich die letzte Woche so goldtechnisch gebastelt habe. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gemacht habt. Habt ihr Rohstoffe geprestackt? Habt ihr schon euer Expulsum geschaffelt? Was seid ihr im Moment am Verkaufen? Habt ihr irgendwelche tollen Tipps oder irgendwelche Sachen, die ich mal ausprobieren soll? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch ein gutes Gold machen für die nächste Woche und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Video bzw. beim Gold machen in Patch 8.3. Euer Tala, bis dann, ciao.